Ungleichungen sind eine besondere Art von, ja, Gleichungen kann man schon fast sagen, aber ein bisschen anders funktionieren sie dann doch. Fangen wir an mit a kleiner ist als b und b ist auch kleiner als c. Da muss auch a kleiner als c sein. Sowas nennt man Monotonie. Man kann zu Ungleichungen wie bei Gleichungen was dazu addieren oder abziehen, ohne dass sich das Ungleichzeichen verändert. Hat man a und b, a ist größer b und c ist größer als 0, das heißt, man hat eine positive Zahl und multipliziert die Ungleichung mit dieser positiven Zahl, so bleibt das Ungleichheitszeichen erhalten in der Richtung. Ist die Zahl c aber negativ, also kleiner als 0, dann muss man bitte hier, Sie sehen, erst ist a kleiner b, aber dann ist c mal a größer als b mal c. Das liegt einfach daran, dass man auf die andere Seite des Zahlenstreifens kippt, bildlich gesprochen. Ist a und kleiner als b und alles beides größer als 0 und wir haben einen Exponenten, der größer ist als 0, dann können wir auch das Ganze mit dem Exponenten versehen. Denken Sie bitte daran, dass a und b stets größer als 0 sein müssen. Sonst haut Ihnen das Ganze auseinander, dann haben Sie einen Fehler in der Rechnung. Sind a und b größer als 0, ist aber n kleiner als 0, also Ihr Exponent kleiner, dann dreht sich wieder das Vorzeichen um. Also immer bei negativen Zahlen aufpassen. Da haben wir gelegentlich Veränderungen. Also da gibt es immer diese Sonderfälle. Spezialfall ist n gleich minus 1. Dann bilden Sie nämlich den Kehrwert. Und auch beim Kehrwert dreht sich selbstverständlich das Zeichen um. Man kann sich es auch so vorstellen, man multipliziert erst mit a, dann multipliziert man mit b und dann steht wieder genau die Ursprungsgleichung da. Hat man zwei Terme, die multipliziert sind und größer sind als 0, dann muss man der Fallunterscheidung einführen. Das gilt sowohl für a mal b als auch für a durch b. Sind beide größer 0, dann müssen, weil ein Produkt genau dann positiv ist, wenn beide Zahlen positiv sind, entweder sind dann a größer 0 und b größer 0 oder sie sind beide negativ. Das wäre der zweite Fall. Sind die Produkte a mal b bzw. a durch b kleiner als 0, dann hat man den anderen Fall, entweder ist a kleiner 0 und b größer oder a ist größer 0, dann muss b kleiner als 0 sein. Also auch hier zwei Fälle. Bitte immer beachten, sonst haben Sie irgendwann Fehler in Ihrer Rechnung. Beispiel, was bedeutet das? Schauen wir uns mal das Beispiel an. X durch x minus 2 soll größer sein als minus 1. Aufpassen, wir müssen erstmal voraussetzen, hier im Nenner haben wir x minus 2, das darf nicht 0 werden, also muss x ungleich 2 sein. Wir haben jetzt den Fall, für das Ganze x minus 2 größer 0, dann sind wir hier auf, dann können wir damit multiplizieren, dann dreht sich auch nichts um. Dann muss aber schon mal per se x größer sein als 2. Dann ist also x größer als minus 1 mal x minus 2. Oder, dann haben wir hier diesen Fall, x ist größer als x minus aufgelöst, also minus x plus 2, dann können wir x addieren, dann haben wir 2x ist größer 2, x muss größer 1 sein, aufgrund dieser Rechnung. Aber wir haben hier schon eine Voraussetzung im ersten Fall, dass x größer ist als 2. Das heißt also, wenn wir beides zusammennehmen, zieht die obere Bedingung x größer 2. Also müssen wir auf jeden Fall sagen, okay, das Ganze muss zumindest schon mal größer als 2 sein. Unser zweiter Fall wäre, der Nenner hier unten ist negativ. Wenn er negativ ist, müssen wir ja hier beim Multiplizieren das Vorzeichen umdrehen. Und können auch gleich sagen, x muss auch kleiner als 2 sein.
Dann können wir hier ganz normal wieder rechnen, wie wir das kennen, auflösen, x auf die andere Seite bringen und bekommen wieder in diesem Fall dann heraus, x ist kleiner als 1 und das ist unsere andere Bedingung. Das heißt, x liegt irgendwo auf dem Zahlenstrahl, wenn man sich das so anguckt, hier in dem Bereich bis 1 und dann ab 2. Dazwischen die Zahlen 1 und 2 sind nicht dabei. Also haben wir hier letztendlich einen Definitionsbereich von XR ohne, das ist das ohne Zeichen, den Intervall von 1 bis 2.